In der letzten Folge von DFG Science TV machten wir Bekanntschaft mit dem mittelalterlichen jüdischen Gelehrten Elazar von Worms. Er betonte die Wichtigkeit der rituellen Reinheit des Körpers, die durch die regelmäßige Nutzung der jüdischen Tauchbäder, Mikwen genannt, erreicht wird. Doch wie sahen im Mittelalter Mikwen aus? Und wer finanzierte die Monumental-Mikwen in Friedberg und Worms? Das sehen wir in dieser Folge von DFG Science TV. Im Übrigen lebte der Elazar in Worms. Und die Mikwe dort wurde 1185 gebaut. Sie ist gut erhalten. Und wir können uns heute ein klares Bild davon machen, was er vor Augen hatte, als er diesen Text schrieb. Die Mikwen in Deutschland, die mittelalterlichen, zeigen, wie wichtig damals die rituelle Reinheit war. Die Juden in Deutschland bauten nicht einfach hölzerne Badehäuschen, sondern große, monumentale Mikwen, ganz ähnlich den Kirchen, zum Teil von denselben Bauleuten, nur dass die kleine jüdische Gemeinde die Kosten ganz alleine stemmen musste. Und für Mitglieder der Gemeinde war es eine große Ehre, wenn sie zum Bau der Gemeindegebäude spenden konnte. In der Mikwe von Friedberg zum Beispiel, da gibt es bis heute Inschriften, die die Namen der Spender aus dem 13. Jahrhundert zeigen. In der Mikwe in Friedberg macht sich unser Team auf die Suche nach einer solchen Inschrift. Das jüdische Tauchbad in Friedberg ist die größte erhaltene mittelalterliche Mikwe in Deutschland. Ja, das Besondere an der Friedberger Mikwe ist die große Tiefe, die sie hat, von 25 Metern, hier von dem Bodenniveau der Gasse bis auf den Grund des Judenbades. Das Wasser ist ungefähr 8 bis 10 Grad warm oder kalt. Und zwar das ganze Jahr über. Die Temperatur bleibt das ganze Jahr weitgehend konstant, da es eben so tief in der Erde liegt. Wegen des gestiegenen Grundwasserspiegels befindet sich die gesuchte Inschrift mittlerweile allerdings unter Wasser. Tief unten am kalten Wasser der Mikwe treffen sich unsere Wissenschaftler und der Leiter des dortigen Museums, Johannes Kögler, mit Herrn Bundke, der ausgerüstet mit einer Kamera auf Tauchgang gehen wird. Isaac Koblenz hieß einer der edlen Spender, der im 13. Jahrhundert den Bau der Friedberger Mikwe mitfinanzierte. Von diesem Zeitpunkt an stand den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde im kleinen hessischen Friedberg eine monumentale, nach damaligen Maßstäben hochmoderne Mikwe zur Verfügung. Durch dreimaliges Untertauchen im klaren Wasser konnten Männer und Frauen ihren Körper gemäß den jüdischen Reinheitsvorschriften reinigen. Synagoge und Mikwe waren in den mittelalterlichen jüdischen Gemeinden der zentrale Ort, wo religiöses Leben stattfand. Sie formten und stützten die Gemeinschaft, vor allem in Zeiten, in denen die Beziehungen zwischen Christen und Juden in den Städten des Mittelalters immer schwieriger wurden.